Hallo, ich habe gerade echt geile Mucke von euch gehört, aber ich habe euren Namen nicht verstanden. Wer seid ihr denn? Circus Rhapsody. Nochmal deutlich. Circus Rhapsody. Ja, genau. Meinst du Circus Rhapsody etwa? Ja, Circus Rhapsody. Eure Musik hat zum Tanzen, zum Klatschen, zum Schunkeln sogar angeregt. Ja, ja. Macht ihr so richtig Schlagermusik oder wie nennt ihr das? Es ist Schlager. Komm, sagen wir Schlager. Es ist Schlager. Schlager. Es ist vor allem Horrorschlager. Horrorschlager. Okay. Nach euch war eine ganz harte Band, die hatte ja andere Musik gemacht. Treffen hier lebt von der Abwechslung. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind in Frohnau am Zeltinger Platz. Ja, richtig. Und was ist das für ein Gebäude hier? Ach so, das ist die Kirche, die Johanneskirche. Das spricht da rein. Die Johanneskirche ist das hier. Johannes, wir mussten ins Mikro sagen. Johanneskirche. Was findet denn hier statt? Bock am Platz heißt die Veranstaltung. Du bist aber schlecht vorbereitet. Rock am Platz heißt das. Ja, ich weiß das schon, aber die Leute, die uns sehen, die sollen natürlich wissen, was hier ist. Seid ihr das erste Mal da? Ja, im Prinzip ja. Also wir als Band sind das erste Mal da. Aber ihr kanntet das schon von früher her? Ja, ich habe früher die letzten Jahre hier mitgewirkt. Die letzten 8? Nicht die letzten 8, nein. Und ich war letztes Jahr Moderator hier. Stimmt, du warst letztes Jahr Moderator. Ich war Moderator hier letztes Jahr. Deswegen hast du so einen geilen Zugriff aufs Publikum, das ist mir schon klar. Ich kannte die alle quasi, ich bin auf Du und Du mit dem Frohnauer Publikum. Hat sich das Festival etwas verändert, Rock am Platz, im Laufe der Jahre? Eigentlich ja, aber ich kann dir nicht sagen, in welche Richtung. Musikstil anders oder von dem Publikum her, wie viele Leute sind eigentlich da? Es ist softer geworden. Das Ding ist, also wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist ja dieses Jahr wegen des Sponsorings konnte jeder, der mit Geld mitgesponsert hat, konnte mit auswählen, welche Bands spielen. Dementsprechend ist die Bandauswahl wahrscheinlich publikumsorientierter. So. Und das ist wahrscheinlich, aber tatsächlich würde ich nicht softer sagen, weil das ist ja immer noch sehr breit gemischt. Ja, denkt man nach, heute wurde Schlager gespielt. Heute war Schlager, aber jetzt gerade ist ja Emo-Pop-Hardcore. Das ist ja, ich stehe drauf. Außerdem, andere Musiker als wir machen die Reise, sind ja auch sehr leidenschaftlich dabei. Und der Sänger schreit genauso wie ich. Vom Publikum her, ist es mehr geworden oder weniger? Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Ich kann ja nicht mal was sagen, warum soll ich ins Mikro? Weil du jedes Jahr hier warst und ich nicht. Es war anderthalb Jahre das letzte Mal. Ich hatte jedes Mal zu tun, deswegen weiß ich nicht, wie viel, ob es mehr oder weniger war. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Also ich habe Spaß bei eurer Musik gehabt, ihr habt Spaß beim Auftreten gehabt und wir wünschen den anderen Bands auch noch viel Freude heute, ja? Auf jeden Fall. Ja. Danke fürs Interview. Oh, das war's schon. Danke. Ciao. Circus Rhapsody.